So, dann nochmal herzlich willkommen Braunschweig. Heute zu unserem 46 oder zu unserer 46. Mahnwache ununterbrochen, jeden Montag hier auf dem Platz. Und das Wetter wird langsam besser, es wird langsam wärmer. Und ich freue mich jetzt schon auf die Zeit, wenn wir hier wieder im Warmen stehen können. Aber nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass trotzdem Leute hier stehen und auch den ganzen Winter über gestanden haben. Auch wenn es meines Erachtens für die Situation, in der wir uns befinden, viel zu wenig Menschen sind, aber immerhin jeder, der hier steht, jeder, der sich mit der Thematik beschäftigt, ist Gold wert für die momentane Situation. Und dass wir heute hier stehen und jeden Montag hier gestanden haben, das Ganze hat ja irgendwann mal einen Ursprung. Und genau heute vor einem Jahr hatten wir die erste Mahnwache in Berlin. Das heißt, die ganze Mahnwachenbewegung ist also heute auf dem Tag genau ein Jahr. Ein Jahr und was habe ich jetzt gehört? Es sind wohl mittlerweile schon um die 200 Städte. 200 Städte, die eine Mahnwache abhalten. Und es ist auch gut so, dass immer mehr Menschen anfangen aufzuwachen. Und ich hoffe ganz doll auf den Sommer, dass wir unsere Bewegung dieses Jahr dann wieder ein Stückchen weiter nach vorne bekommen. Wie gesagt, schön ist, dass sich das so vernetzt hat über ganz Deutschland. Und ich war jetzt gerade am Wochenende auf der Endgame mit einigen hier auch aus Braunschweig in Hannover. Und es ist schon schön, wenn man dorthin kommt und aus ganz vielen Städten Menschen wieder trifft, die man mittlerweile kennt, die man mittlerweile gut kennt, die man schätzt. Und es war eine recht schöne Veranstaltung, auch wenn es sehr kalt war. Es war also wirklich sehr nasskalt, sehr ungemütlich. Wir waren ungefähr 250 Teilnehmer auf der Endgame. Und ja, ich kann auch Positives und ich kann auch Negatives von berichten. Oder was mir positiv oder nicht so schön aufgefallen ist. Ich fange mal mit dem Positiven an. Das Positive und sehr Überraschende für mich war, es waren also viele Flaggen vertreten und es waren Antifa-Flaggen vertreten. Es waren sowohl, ich kenne mich mit der Antifa-Bewegung nicht so aus, es waren sowohl rote als auch schwarze Antifa-Flaggen vertreten. Es hat jemand von den Falken gesprochen. Und es war schon komisch zu sehen, dass es zwei Antifa-Lager gab. Die einen, die als Gegendemonstranten, und es waren nicht sehr viele, aber einige Gegendemonstranten, die dort vor der Absperrung standen mit Antifa-Flaggen. Und andere mit Antifa-Flaggen standen mit uns auf der Endgame auf der anderen Seite der Absperrung. Und ich glaube, die bei uns standen, die haben eben halt wirklich jetzt auch erkannt, wer die wahren Faschisten sind und wogegen man sich heute aufstellen muss. Und die auf der anderen Seite haben es entweder noch nicht verstanden oder werden noch gut genug bezahlt dafür, dass sie dann dort stehen. Ich weiß es nicht. Es gibt ja die Information, dass bezahlt wird dafür. Es wurde ja, gab ja auch riesige Aufrufe im Hannoveraner Raum, dass man sich dort aufstellen sollte, um die ganze Veranstaltung zu stören. Wobei, viel stören konnte man da nicht. Und jetzt komme ich zu dem anderen Teil, was ich dort empfunden habe. Wir waren also dermaßen von Polizeikräften eingekesselt, sowohl an unserem Versammlungsort. Teilnehmer, die wirklich zur Veranstaltung hin wollten, brauchten teilweise 20 Minuten, 30 Minuten, um durch die ganzen Absperrungen zu kommen. Zufällige Teilnehmer, Passanten, die vorbeikommen oder so, gab es gar nicht. Und dann hatten wir den Marsch und ich habe gedacht, okay, vielleicht sieht man Menschen irgendwie unterwegs auf den Straßen von Hannover. Aber der ganze Marsch ging durch Büro, Viertel, wo Samstagnachmittag keiner war.
Und die Straßen waren teilweise 50 Meter, also 50 Meter nach innen rein, waren die Straßen, die Querstraßen schon abgesperrt mit Polizeikräften, entweder Polizeifahrzeuge, die quer standen auf der Straße, oder eben halt auch 4, 5, 6, 10 Polizeibeamte, die in Reihe und Glied nebeneinander standen, sodass keine Passanten durch konnten. Das heißt also, letztendlich haben wir alle da für uns alleine demonstriert. Man konnte keinen erreichen. Das war nicht wie hier, dass jemand hätte mal stehen bleiben können, mal zuhören können oder mal aufmerksam werden können auf das, wofür wir dort standen und gesprochen haben. Und das war das, was, ja, wo ich angefangen habe, auch irgendwie nur nachzudenken. Mensch, erstmal, wie toll haben wir es hier auf unserem Schlossplatz, dass wir wirklich hier auch Passanten mal einen Flyer in die Hand drücken können, dass wir Gespräche führen können, dass Passanten auch vielleicht jetzt im Sommer wieder drüben am Café sitzen können und trotzdem hören, was wir hier zu sagen haben. Und das war eben halt dort absolut nicht der Fall. Aber alles wurde wieder, natürlich wieder auf Video aufgenommen. Auch unser Jan Hendrik war da, hat mittlerweile 15 Teile an Videos eingestellt, sodass man das noch, ja, weiterhin sich betrachten kann. Alle, die nicht da waren, sehen können. Und es waren sehr, sehr gute Reden dort. Und es lohnt sich für jeden, da mal reinzuschauen, sich da mal die Reden anzuhören. Auch für die jetzt halt gerade auch nicht da waren. Ja, entgegen engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung von Europa. Das wurde dort auch zum Eingang, in der Eingangsrede auch gesagt, und das finde ich auch sehr wichtig. Es hat niemand etwas gegen die Amerikaner, gegen das amerikanische Volk. Falk, mit dem habe ich gerade ein paar Worte gewechselt, er war gerade drüben gewesen und ja, er schildert auch, wie es den Menschen da drüben geht und was er da alles gesehen hat an Armut und so weiter. Die werden genauso mit Propaganda zugeschüttet wie wir hier. Und auch deren Regierung handelt nicht im Interesse der Amerikaner. Es geht uns gegen die amerikanische Politik und vor allen Dingen, dass die amerikanische Politik uns hier auch in Europa aufgedrängt wird, dass die amerikanischen Interessen in der Ukraine uns an den Rand eines dritten Weltkrieges bringen. Das ist das, wo wir aufmerksam machen wollen und wogegen wir auch stehen. Und deswegen finde ich auch diese Endgame-Veranstaltung auch sehr gut und sehr wichtig, um einfach auch mal auf die wahren Probleme, auf die wahren Situationen mal hinzuweisen, vor denen wir stehen. Und genau im Gegensatz zu dem, was so an anderen Demonstrationen halt auch, glaube ich, heute wieder zeitgleich wieder ablaufen, die dann gegen einzelne Menschengruppen gehen, gegen einzelne Religionen gehen. Aber das sind nicht unsere Probleme, das sind größtenteils auch nur die Ursachen, die Auswirkungen der Probleme, die wir haben. Und wenn man also sieht, die Amerikaner, die haben es ja noch nicht mal mehr nötig, das, was sie vorhaben, das, was sie denken, das, was sie machen wollen, auch öffentlich zu machen. Ich habe in dieser Woche auch wieder Videos gesehen, ich habe sie dann auch auf Facebook auch wieder geteilt, wie die Amerikaner oder die amerikanische Regierung hier zu uns, zu Europa stehen. Und dass sie ganz offen sagen, dass deren größten Problem ist oder deren größten Sorge ist, dass der Deutsche mit seinem Erfindungsgeist, mit seiner Tüchtigkeit sich mit den Russen verbündet, mit deren Bodenschätze, die sie haben, und mit deren Arbeitskräfte, die sie zur Verfügung stellen können. Und dass diese Verbindung zwischen Deutschland und Russland die einzigste Gefahr wäre, die tatsächlich existent wäre gegenüber Amerika. Und genau das ist die Propaganda, die momentan gegen Russland hier uns aufgedrückt wird. Man will nicht, dass sich hier zwei Völker, die Nachbarn sind innerhalb von Europa, dass sie sich verstehen. Man will nicht, dass sie zusammenkommen und dass sie gemeinsam eventuell gegen den Imperialismus der Amerikaner halt aufstehen.
und einfach mal eine Front bilden gegen das, was momentan passiert. Und wenn man sieht, Russland stellt sich dagegen. Russland stellt sich dagegen mit ihrem neuen BRICS-Staaten, mit ihrer neuen Zentralbank. Sie stellen sich dagegen mit allen möglichen Dingen. Nur Europa. Europa will jetzt eine eigene Armee gründen. Wir haben zwar keinen europäischen Verteidigungsminister oder sonst irgendeine Struktur, so wie damals bei der Einführung des Euros. Hatten wir auch keine gemeinsame Wirtschaftsstruktur, aber den Euro musste man einführen. Und jetzt führen wir die europäische Armee ein, obwohl wir auch dafür keine Strukturen haben, die sich aufstellen soll gegen Russland. Und das sind die Gefahrenpunkte, an denen wir momentan stehen und wo wir gegen aufstehen müssen und wo wir auch hingucken müssen. Denn diese anderen Sachen, wogegen so viele Menschen auf die Straße gehen, teilweise Zehntausende, das ist nicht das, was uns wirklich irgendwo Angst machen sollte. Emi, danke schön. Ist doch völlig in Ordnung.